Hallo und herzlich willkommen, darf ich begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim KSC am Sonnabend um 13 Uhr. 1200 Hansa-Fans werden uns begleiten. Alle Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten und so weiter und so fort, wie immer auf unserer Homepage www.fc-hansa.de. Anreise ist ein gutes Stichwort. Jens Hertel, unser Cheftrainer, steht heute für eure Fragen natürlich wie immer zur Verfügung. Anreise, ihr werdet morgen wieder fliegen, richtig, ne? Richtig. Wir fliegen morgen und dann am Sonnabend nach dem Spiel direkt zurück. Gut, wer wird denn höchstwahrscheinlich nicht in den Flieger mit einsteigen? Ja, wir haben leider ein paar angeschlagene Spieler. Also Simon musste gestern das Training abbrechen, Kai Brügger auch. Svante ist wieder zurück, das ist ganz gut. Aber bei den beiden, die haben also heute nicht trainiert. Da müssen wir mal morgen nochmal abwarten, ob das reichen wird. Aber ansonsten, alle anderen haben trainiert. Prima, dann wünschen wir den Jungs gute Besserung, dass sie schnell wieder fit werden und machen gleich weiter mit euren Fragen. Oliver Kramer von der Bild-Zeitung. Wo wir gerade beim Personal sind, wie weit ist Frederik Ananou, den ich heute im Training gesehen habe? Ja, Freddy ist jetzt noch bei Björn Burnold, beim Athletiktrainer. Der ist auf einem guten Weg, aber das wird schon noch ein bisschen dauern. Ich meine, der war jetzt ja relativ lange raus, aber so, was man so sieht, das stimmt uns relativ optimistisch. Das wird zumindest in dem vorher festgelegten Zeitraum bleiben. Sönke Fröbe von der Ostsee-Zeitung. Alle halbe Jahre auch wieder die Frage nach Maurice Lettka. Wie sieht es bei dem aus? Das ist immer bei den Spielen natürlich zu sehen auf der Tribüne, aber wie ist da der Stand der Dinge? Ja, Maurice hat einen Test gemacht, also so um zurück ins Mannschaftstraining zu kommen. Da gab es, glaube ich, noch so ein relativ großes Ungleichgewicht in der Kraft zwischen links und rechts. Und das muss er natürlich erstmal noch ausgleichen und da hat er jetzt so die letzten 14 Tage dran gearbeitet. Und wenn das soweit gut ist, dann kann er also auch dann hier nach Rostock kommen und dann auch erstmal mit Björn, mit dem Athletiktrainer auf den Platz gehen. Aber dann wäre der Weg zurück nicht mehr ganz so weit. Aber das muss er halt noch bestehen, bevor er überhaupt die Freigabe der BG hat. Wie würde der Zeitrahmen da aussehen? Sind das Tage oder Wochen, dass er hierher zurückkehrt und hier? Das sind Wochen, da reden wir von Wochen. Also wir gehen jetzt, es sind 14 Tage vorbei, also maximal 3 Wochen haben wir erstmal zumindest veranschlagt und ich denke, ja, also ich habe jetzt noch keine anderen Informationen. Wie gesagt, er ist in Hamburg und macht dann also auch dort die Reha und wir gehen davon aus, dass er da halt innerhalb der nächsten 14 Tage auch hier wieder aufschlägt. André Gericker von den NNN. Können Sie erst mal sagen, was Simon Rein und Kai Brügger haben? Na, bei Simon ist es eine Geschichte an der Fußsohle. Der hat dann halt, muss auch immer mit Einlagen spielen. Da ist es so ein bisschen wahrscheinlich eine Sehne so leicht entzündet, so im Fußbett. Und bei Kai Brügger ist es Adduktorenprobleme. Der hat dann gestern bei den Sprints so ein bisschen was gemerkt. Also ist dann rechtzeitig rausgegangen. Da müssen wir mal noch abwarten. Wie gesagt, das ist eine Muskelgeschichte. Es geht ja viel über Leidenschaft, Einsatz und Kampf. Wie wollen Sie erreichen, dass die Mannschaft in Karlsruhe genauso ins Spiel geht wie gegen St. Pauli? Das war ja immer so ein bisschen das Problem die letzten Wochen, dass es so hin und her ging. Tja, dieses Problem gilt es zu lösen. Also da ist natürlich in erster Linie die Mannschaft gefordert, aber wir natürlich auch. Also ich glaube, wir haben heute die Mannschaft, ich denke mal, ganz gut vorbereitet auf das, was sie erwarten wird. Und so, wenn man jetzt Karlsruhe gerade so die letzten Spiele gesehen hat, ab dem vierten Spiel, wo sie dann halt auch 4-4-2 Raute umgestellt haben, gerade was so Aggressivität betrifft und Intensität und Spielfreude, da haben sie also da ab dem dritten Spieltag nochmal eine deutliche Schippe draufgelegt. Und wenn du da nicht bereit bist, dann hat man ja gesehen, wie schnell das dann eben doch eine Mannschaft wie Regensburg dann, die bis dato nur ein Gegentor bekommen hat in 4 Spielen, dann auf einmal 6 Stück gekriegt hat. Deswegen sollten wir schon gewarnt sein, aber auf der anderen Seite wissen wir halt auch, wenn wir gut da sind und bereit sind, dass es, glaube ich, auch niemand unbedingt gern gegen uns spielt. Und das gilt halt erst mal auf den Platz zu bringen. Sie haben es ja schon gesagt, das ist halt die Grundvoraussetzung, dass wir halt auch physisch und von der Aggressivität und von den Zweikampfverhalten dann das an den Tag legen, was wir eben jetzt hier gegen Pauli oder gegen Bielefeld oder beim HSV, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir erfolgreich spielen können. Da gilt es natürlich, jetzt auch nochmal einen Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, ja, wir brauchen natürlich auch ein Stück weit Konstanz und nicht immer so ein Jojo-Spiel.
Sven Griese von Radio Edis Edis. Sie haben das Regensburg-Spiel der Karlsruher angesprochen. Ist das vielleicht sogar ein kleiner Vorteil für Ihre Mannschaft, dass die vielleicht noch irgendwo auf Wolke 7 oder Wolke 6 schweben? Ja, es ist, grundsätzlich ist es eigentlich kein Vorteil, eine Mannschaft, die dann halt Selbstvertrauen hat, wo sie gemerkt haben, dass ihre Abläufe stimmen und dass sie dann gut reinkommen, dann die nimmt natürlich auch immer Selbstvertrauen mit. Auf der anderen Seite wissen wir es ja auch bei uns, dass es manchmal auch Selbstzufriedenheit einzieht. Und das gilt es halt für uns zu vermeiden. Und dann gucken wir jetzt gar nicht auf den KSC. Wir denken zu wissen, was uns erwartet und müssen halt selber gucken, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen. Das ist immer das Entscheidende. Und wie gesagt, wir haben noch ein paar Personalpuzzle, aber wenn die beiden Jungs jetzt nicht könnten, haben wir trotzdem einen relativ großen Kader, um das dann halt auszugleichen. Wie wir das dann machen, da muss ich mir auch erst nochmal meine Gedanken machen. Aber grundsätzlich haben wir da genügend Alternativen für beide Positionen. Jan Dittjugheit, NDR 1 Radio MV. Als der Spielplan rauskam, haben Sie ja dann schon gleich auf die Schwere der Aufgaben hingewiesen zum Auftakt. Nun haben Sie 3 Siege. Sind Sie selbst ein bisschen erstaunt, wie gut Sie da durchgekommen sind? Ja, damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen, aber ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt, wir müssen halt auch gegen so eine Mannschaften punkten. Das haben wir im letzten Jahr gemacht und die Punkte brauchst du ja dann auch, ob das jetzt der Sieg auf Schalke war oder hier zu Hause auch gegen Pauli, gegen Mannschaften, die sich vielleicht oben mit einordnen. Du wirst nicht alle Spiele gewinnen, aber du musst schon trotzdem auch das eine oder andere eben ziehen und das ist uns gelungen. Aber wir haben ja jetzt gesehen, das wird jetzt gegen Karlsruhe auf gar keinen Fall einfacher. Und auch wenn ich jetzt alle anderen Mannschaften jetzt auch gesehen habe, also da gibt es kein einfaches Spiel in der Liga. Also da kann man vielleicht mal irgendwie mit Glück mal einen Tag erwischen, wo man die andere Mannschaft mal auf dem falschen Fuß erwischt, aber das ist eins von 34 Spielen. Der Rest ist eng und umkämpft und deswegen gilt es für uns da, auf uns zu schauen, unsere Performance auf den Platz zu bringen. Und wenn wir das machen, dann können wir auch jeder Mannschaft in der Liga richtig ärgern und das ist auch der Plan für Karlsruhe. Jan. Aber nochmal nachgehakt, haben Sie da jetzt mehr rausgeholt, als Sie vielleicht gedacht haben? Wir erwarten immer viel. Deswegen sind wir natürlich zufrieden mit den 9 Punkten. Und wir gehen schon auch so rein, dass wir jedes Spiel gewinnen können. Wir wissen, dass es nicht immer gelingt, aber dass wir jetzt total überrascht sind, das können wir jetzt auch nicht sagen. Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt, wo wir gar nicht verloren haben, wo wir auch gute Mannschaften geschlagen haben. Deswegen, klar, in Hamburg zu gewinnen, so wie da hat auch ein Stück weit Glück dazu gehört, aber jetzt Pauli und Bielefeld, das waren, glaube ich, auch verdiente Siege und auch gegen Heidenheim wäre ja was mehr drin gewesen. Darmstadt müssen wir halt mal ausklammern, da waren die richtig gut und wir nicht und deswegen ist dann das Ergebnis dort auch in der Höhe gerecht gewesen und die Niederlage. Stefan Ley vom NDR Fernsehen. Lukas Schärfer hat das zuletzt auf seiner Seite richtig gut gemacht, hat sich offensiv eingeschaltet, war zweikampfstark. Ist er auf dem Weg dorthin, wieder Stammspieler zu werden auf der linken Seite? Wenn er diese Leistung stabilisiert, da ist er auch bei Lukas natürlich klar Luft nach oben. Nach so einer langen Pause ist das aber auch völlig normal. Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen eine andere Grundordnung als das, was wir vorher gespielt haben. Aber er kann das spielen, er bringt die physischen Voraussetzungen mit. Hat das hier gut gemacht und natürlich ist es ein Kandidat, der jetzt auch in Karlsruhe da starten kann, weil er das dann wirklich eben so beides ganz gut unter einen Hut gebracht hat an dem Tag. Und das wird auch in Karlsruhe wichtig sein, dass die Außenbahnspieler dann natürlich auch immer mit unterwegs sind nach vorne, aber natürlich defensiv auch stabil sind. Danke. Ich würde gerne nochmal auf Kai Pröger zurückkommen. Da ist er ganz gut in Schwung gekommen in den letzten Wochen. Wie schwer würde es wiegen, wenn er ausfällt, beziehungsweise wie wichtig wäre es, dass er bis Samstag fit wird? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er spielen kann? Ja, also so jetzt Spekulation ist da nicht so mein ganz großes Ding, aber es besteht eine realistische Chance, dass er morgen das Training komplett mitmachen kann und dann auch mitfahren kann. Also die Chance ist wahrscheinlich genauso groß, dass er sagt, das geht jetzt nicht. Natürlich hat er 2 Tore gemacht, hatte gute Situationen, war in vielen Situationen für uns, wo es wirklich gefährlich geworden ist für einen Gegner, oft mit dabei. Und das wäre jetzt schon natürlich eine Schwächung, weil er hat natürlich sein Tempo, hat einen guten Abschluss. Und
Aber auch bei ihm ist jetzt noch, er ist noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Also wenn wir im Einzelnen mit ihm noch ein paar Szenen durchgehen, da gibt es schon auch noch viele Situationen, die hätten auch noch besser laufen können. Also ich glaube, es gab noch 4, 5 Situationen mehr, gerade in der ersten Halbzeit, wo hätte auch noch mal losgehen können, wo es ihm dann vielleicht die Kraft oder er die Situation nicht erkannt. Und er muss natürlich auch in unseren Rhythmus noch reinkommen, aber man hat jetzt in dem Spiel schon gesehen, dass er für uns dann gerade noch in dem Zusammenspiel mit John auch richtig wertvoll werden kann. Und dass er jetzt so nicht 1:1 zu ersetzen ist, ist auch klar, aber ich glaube auch mit dem Wechsel mit Moritz Schröder und Hintersee haben es dann ganz ordentlich gemacht, wo sie reinkamen, auch in dem Spiel gegen Bielefeld. Und deswegen ist mir da jetzt auch nicht ganz bange, wenn wir da wenn Kai jetzt ausfallen würde, dann ist das manchmal so im Fußball und dann muss man halt dann auch Lösungen finden. Und die anderen Scharren mit den Hufen haben gute Trainingsleistung, deswegen muss dann der Nächste seine Chance halt nutzen. Olli. Wo wir gerade bei den Offensivkräften sind, Sebastian Till, fand ich, hat sich ja gegen St. Pauli auch gesteigert. Wie sehen Sie seine Rolle? Wächst er immer mehr da jetzt rein, wo Sie ihn auch haben wollen, in diese ja, wichtige Rolle vielleicht auch des Taktgebers? Und ist da nicht auch noch Luft nach oben? Ja, das ist völlig normal. Er ist ja relativ spät gekommen. Ich glaube, es ist ein komplett anderer Fußball da in Moldawien, als das in der zweiten Bundesliga der Fall ist. Es geht immer hin und her, man muss immer auf Anschlag sein. Und da fehlt ihm noch so ein kleines Stück. Also er hatte jetzt gute Situationen, wo ich sage, Mate, schließ doch dort selber ab, mach mal noch einen Ticken eher einen Fuß irgendwo dran. Gerade bei der Situation in der ersten Halbzeit. Ich glaube, wenn er da mit dem Fuß eher dran ist, entweder der Medic fault ihn oder er kommt dort klar zum Abschluss. Also im Strafraum schon drin, wo er dann wahrscheinlich auch zu lange überlegt, schieße ich den jetzt direkt oder nehme ich ihn nochmal mit. Und in der zweiten Halbzeit hat er auch den Endball, wenn er den mit rechts kontrolliert, kann er den halt auch machen, den er dann auf Nico zurücklegt. Also er ist in den Situationen drin, was erstmal wichtig ist. Und jetzt gilt es halt, in den Situationen nochmal bessere Möglichkeiten oder Lösungen zu finden, um dann halt auch nochmal Tore zu machen. Also halt richtig guten linken Fuß und den haben wir eigentlich noch gar nicht gesehen. Deswegen wünsche ich mir dann schon, dass da auch noch mehr kommt und da wird auch mehr kommen. Also all das andere ist er da dabei zu adaptieren, auch die, was jetzt so die Zweikampfschärfe betrifft und auch die Intensität, die da ist, weil es im Training natürlich auch schon immer mal zur Sache geht. Da kommt er immer besser rein, aber es ist halt auch ein Prozess, das ist normal, der wird jetzt auch noch eine Weile dauern und also dürfen wir nicht ungeduldig werden, aber wir müssen schon noch hoffen, dass da auch für uns noch viel Gewinn bringt, das auch mitschwingt in ihm. Jan. In der kommenden Woche schließt ja das Transferfenster. Was haben sich denn jetzt für die letzten Tage noch vorgenommen, sowohl was Zu- als auch was Abgänge angeht? Na, die Sachen sind klar besprochen. Ich glaube, die liegen auf dem Tisch. Und auf der anderen Seite muss man immer sehen, ob es realisierbar ist, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Und wir haben aber gesehen, dass wir jetzt in der Konstellation in der Lage sind zu punkten in der Liga. Und deswegen mache ich mir jetzt da jetzt auch keine ganz großen Sorgen, wenn da jetzt nichts mehr passieren würde. Aber klar ist, dass wir schon auf einigen Positionen halt relativ dünn besetzt sind. Aber das ist ja schon hinreichend besprochen worden und ich glaube, die Verantwortlichen sind dran, aber Vollzug können wir bis jetzt noch nicht vermelden, deswegen müssen wir da auch ein bisschen geduldig sein. In Sachen Abgänge? Habe ich bis jetzt auch noch keine anderen Informationen, dass da jetzt irgendwie was passiert. Ist das möglicherweise dann noch davon abhängig, ob Sie noch Spieler dazu holen? Ja, das betrifft die Positionsgruppe. Also wir haben es, ich glaube, vorne sind wir jetzt schon noch ganz gut besetzt. Da haben wir also auch viele Alternativen. Hinten natürlich nicht und deswegen, ohne dass du jetzt dann ausreichend Alternativen hast, gibst du niemanden ab. Das ist auch klar. Gut, so wie es aussieht, sind alle Fragen beantwortet. Dann euch noch einen schönen Tag, euch einen guten Flug und vor allem viel Erfolg am Sonnabend unseren Auswärtsfahrern. Eine gute Hinfahrt und natürlich auch eine gute und fröhliche Rückreise.